So, ihr Lieben, heute mal ein Video der anderen Art. Wir sind ganz, ganz tief im Osten. Der Schwarze hat mich gut hergebracht. Es ist unwahrscheinlich schönes Wetter, Winterwetter. Hier liegt richtig Schnee und wir haben heute einen Tag mit DJ Halbsteif. Das wird sensationell, deshalb nach dem Intro geht's los. Bleibt dran. Gucke mal da, wer da ist, ihr Lieben. Gucke, wer da kommt. Da ist er, der Akteur des heutigen Videos, DJ Halbsteif. Ihr kennt ihn vielleicht von Twitch, denn da macht er viel Musik und er ist auch auf vielen, vielen Festlichkeiten unterwegs. Ja. So, ihr Lieben, jetzt schaut euch doch mal diese Winterlandschaft an und natürlich hier unseren Gentleman, um den es heute geht. DJ ja, Halbsteif. Ne? Er macht heute ja, Banane im Stream. Ja. Genau, wir wollen auf jeden Fall, also für die Zuschauer, die das Video jetzt sehen, wir wollen heute Abend gemeinsam auf Twitch ein bisschen Mucke machen, ein bisschen auflegen. Für mich ist es eine große Ehre, weil unser, auch wenn er ein kleines bisschen kleiner ist, mein Livestream sagt immer, ich bin da kleiner, aber das ist nun mal so. Was wollte ich denn jetzt sagen? Siehst du, merkst du was? Wir werden langsam alt. Was wollte ich denn jetzt sagen? Es ist schlimm. Halbsteif, es ist schlimm, wir werden langsam Wir gehen nicht jetzt erstmal umziehen. Wir gehen nicht jetzt erstmal wickeln. Wickeln? Was wickeln? Mach. Na dich? Frische Windeln um? Finde ich gut. Also, das Kakerli wegmachen. Ihr Lieben, ihr seid dabei. Wir werden heute den ganzen Tag miteinander verbringen und heute Abend auf jeden Fall. Ja. Also für die Zuschauer, es wird dann Abend. Jetzt scheint ja noch hier Gundula Sonnchen. Ist ja, und hier ist sehr schön. Also wir verraten nicht, wo wir sind. Wir sind im Osten. Ja, wir sind im Osten. Wir sind gut im Osten. Wir sind östlich. Tschechischen. Es wird spektakulär und legendär. Nein, wir machen heute Abend schön Musik und ich darf auch mal ein bisschen auflegen. Du musst. Ach, ich muss? Natürlich. Ach so. Ja. Das wusste ich jetzt noch nicht. Wir werden euch richtig quälen. Oh mein Gott. Heute gibt es ein 3-Stunden-Set. Auweia. Ich bin schon alt, liebe Freunde. Ihr wisst das, ja. Also, ist so. Ist so. Gut, jetzt, wir haben jetzt erstmal genug gequatscht. Wir gucken mal ins Hotel, denn hier wird er schlafen, nicht? Hier in diesem Hotel. Stürmchen, guck mal, das ist ohne Stürmchen. Da hast du gar einen Kleinen, da kannst du Rapunzel ein Haar runterlassen. Richtig. Und das ist natürlich malerisch. Ja? Was ich ganz stolz bin, ist auf den ersten Wintereinsatz hier vom Dicken. Macht man ja auch so. Ja, bei so einem Wetter fährt man mit so einem Auto. Ist klar. Ja, was soll jetzt? Wir gucken mal uns das Zimmer an. Bis gleich. Ja, da ist was dran. Weil das ist not the yellow from the egg. Ja, das ist schon angeschnallt. Ach, du filmst schon. Gut, geht los. Mal ganz kurz so zwischen du. So, festhalten. Also jetzt, ja, guck mal. Warte, geht los, pass auf. Geil. Das ist gut, siehst du? Ja, der geht gleich unter, wird gleich dunkel. Meinst du? Ja. Fahr mal langsam. Links oder rechts? Ist ganz links. Wichtig. Links. Links lang. Bin ich auch nicht wohl, ich fahr sonst mal, aber das haben wir jetzt nicht so laut. So, pass auf, guck hier. Driften ist nicht hier mit dem Auto, das geht nicht, das machen wir nicht. Hui, doch, das geht. Wieder links? Ja, klar. Oh, schon wieder links. Guck, da kommt er nämlich. Kommt er mal mit Alte. So, ihr Lieben, wir waren gerade im Hotel, das habt ihr gesehen. Ja. Also, unser lieber Halbsteif hat mich hier sehr gut hingelotzt. Der kennt sich hier wahnsinnig gut aus. Natürlich. Es war natürlich glatt die Lore. Das erste, was ich gesagt habe, was, welches Hotel hast du? Kenne ich nicht. Mach Navi an. Der Klassiker. Und jetzt werden wir mal ins Studio fahren, denke ich mal, oder? Ja, bald ins Studio fahren. Dann kriege ich noch ein bisschen Einweisung vom Profi. Da freue ich mich ganz besonders über diese Lehrstunde. Ja, das bist du. Du bist der Profi. Ich bin der Amateur. Und das Schöne ist, wir machen heute Folgendes. Wir testen aus, wie gut mein Verständnis für meine Technik ist, für meinen Controller ist. Ja. Und Halbsteif hat sich bereit erklärt, mir das Ganze mal in Ruhe zu erklären, wie das alles so funktioniert. Denn es ist schon ein kleiner Unterschied wie vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren hatten wir 2 CD-Player und 2 Plattenspieler und haben da Regel hoch und runter und das war's dann. Ein Mischpult noch dazu, genau. Oder ein Tonband stand vielleicht ohne daneben. Ja, Kassettenrekorder. Wer es noch kennt, Kassette, ganz was Tolles. Muss ich noch geradeaus? Ja, und dann vorne wieder links. Ach, ist doch nicht wahr. Warum fahren wir damit immer nur links? Kann man nicht mal rechts rumfahren? Das ist auch schön. Guck mal hier. Ich muss, Livestream, hätte ich bald gesagt. Nein, liebe Freunde, ich muss mich wahnsinnig konzentrieren. Weil hier ist verdammt glatt, viel Schnee
Und natürlich für mich alle Straßen, die ich noch nicht kenne. Deshalb ist gar nicht so einfach. Aber, das geht schon. Aber ich muss dir sagen, du machst dich als Kameramann hervorragend. Echt, ja? Ja. Ich bin ich sehr... Film dich auch nur. Du machst das aber gut. Aber wie dick ich aussehe, das soll ich mal machen. Das ist Deutsch, das ist wegen der Fischaugenoptik-Dingsbums. Ja. Das ist geil. Ja. Was ist das denn jetzt? Das steht denn da jetzt? Möchtest du aus weiteren Perspektiven fotografieren? Nee, wir wollen doch nicht fotografieren. Obwohl, die Landschaft ist schön, hier könnte man auch schön fotografieren. Kann ich die Kamera wechseln hier? Ja. Echt? Ja, da geht's nach vorne. Drück mal einmal drauf. Hab ich doch. Drück nochmal drauf. Drück mal zweimal drauf. Schön. Gut, okay. Dann war es das hinten. Der hintere Drücker war es dann, glaube ich, oder? War es der hintere? Alter, ich blick bei dem Ding nicht mehr durch. Ich habe da drüber ein Video gemacht und komme mit meinem einen Gimmel nicht mehr klar. Man sollte das Ding auch ab und zu mal benutzen. So, jetzt fahren wir ein bisschen durch die Hut vom Halbsteif. Also hier ist klein halbi groß geworden. Bist du hier groß geworden? Nö. Das gut, war, okay. Das war wieder ein anderer Ort. Aber der ist nicht weit von hier. So, hier vorne links. Gleich. Schauen wir da links. Ja, klar. Wie jetzt? Richtig scharf links? Hier links. Hier links, hat er gesagt. Da sind wir rausgekommen, nämlich. Darf ich hier fahren? Warte mal. Die haben rot und ich habe grün und dann fahre ich hier mal lang. Aber so winterdiensttechnisch hier haben die so... Nicht so, das war mal besser. War mal besser. Ja, es ist spannend. So, ihr Lieben, wir sind mittlerweile im Studio von Halbsteif angekommen. Und das Geile ist... Ihr seht schon, jetzt ist meine Konsole hier am Start und er fuchst sich gerade kurz rein und hat mir schon einige Sachen erklärt, wie das so funktioniert und das ist richtig, richtig nice. Also ihr seht schon, seine Konsole steht unten drunter, meine oben drüber und da hinten ist Hasi. Gucke, ganz, ganz bekannt aus seinem Twitch-Kanal Hasi Weitwurf. Mittlerweile ist der Rekord wo? Bei über 1000 Meter, ne? Ja, 1006 oder so. 1006 Meter muss man werfen, um Hasi zu machen. Das ist übrigens die berühmte LED-Wand, ja, die ihr jetzt natürlich im Offline-Modus nur seht. Aber er kann sie vielleicht uns mal anmachen, ich weiß es nicht. Mit meinem Telefon? Oh, gucke, der hat schon... Oh, gucke! Nice! Das macht mir Angst. Da zählt was runter. Was ist das jetzt, der Countdown zu Weihnachten? Genau. Wir ziehen uns alle aus, Countdown. Einwandfrei. Also ich bin wahnsinnig froh, hier zu sein. Also es ist mir auch eine sehr große Ehre, heute hier so eine Einweisung zu kriegen vom Profi. Also Profi. Ja, das ist Profi. Gucke hier, mit meiner Konsole. Wir machen jetzt noch ein bisschen Einweisung. Das verraten wir euch natürlich nicht, weil ein paar Geheimnisse muss ein DJ ja noch haben. Sonst könnte es ja jeder machen und das wollen wir nicht. Aber ihr könnt gespannt sein, was dann heute Abend dabei rauskommt. Schauen wir mal. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja, wir müssen aber vorher noch mal irgendwo was essen gehen, oder? Mama, was essen? Essen ist gut. Oh, guck mal. Oh, das geht sogar. Das geht. Da kommt Musik raus. Ach, ich bin der Käse hier so. Ja, wunderbar, sehr schön. Ja, das ist wenigstens authentisch. Hier wird nämlich nicht hier geschnitten. Nein. Doch, du musst das alles schneiden. Guck dir mal an, wie das aussieht. Nein. So, guck mal, jetzt komme ich ins Pult. Guck mal hier, da unten ist sie. Die super tschechische Knoblauchsuppe. Kein Witz, ihr Lieben. Wir sind wirklich jetzt bei den Tschechen. Also der Halbe hat einfach mal gesagt, wir fahren mal rüber zu den Tschechen, ein bisschen Knobisuppe essen. Spektakulär, das ist ganz klar. Ja, wir sind jetzt gerade noch bei den Tschechen, also vor dem Stream. Wir stärken uns jetzt und dann geht's los. Lissi kennt ihr ja auch. Auch eine mittlerweile sehr bekannte Musik-Queen auf Twitch. Kann man das so sagen? Alle mal gelacht. So, jetzt werden wir aber erstmal essen und das zeigen wir euch nicht gleich. Das ist ganz schön. So, ihr Lieben, mittlerweile sind wir einkaufen. Wir schaffen es also noch vor dem Stream ein bisschen was zu snacken zu holen. Da, der ist immer noch bei uns. Unser lieber Halbsteif. Darf ich ja nicht so laut sagen. Und ja, von der Knoblauchfahne. Herr Meier. Und wir haben wieder, genau so ist es, wir haben nach dem Essen wieder deutschen Boden erreicht. Und stinken nach Knoblauch. Das ist eine wahre Wunder. Aber die Suppe war verdammt lecker, ihr Lieben. Ja, da. Und jetzt, genau, wir müssen los. Also, wir müssen los. So, ihr Lieben, mittlerweile sind wir in der Vorbereitung vom Stream. Wir sind wieder im Studio zurück. Ihr seht schon, da steht noch Leitung. Letzte Vorbereitung werden getroffen. Vorbereitung vom Stream. Vorbereitung vom Stream. Ja, ganz wichtig. Peppi. Stream wird vorbereitet jetzt. So. Und da ist Hasi. Ein kleiner. Oh, Mann.
Immer, wenn jemand. Wenn Gäste neu, da sind, ja, ist hier ein Kult. Ist das die Vorbereitung? Muss ich einen Pfeffi jetzt trinken? Ja, du musst jetzt da einen Pfeffi trinken. Liebe Kinder, macht das bitte zu Hause nicht nach. Ganz originell, außen schön, Plastikbecher. So, auf uns, mein Bester, dass es ein schöner Stream wird. Prost, zum Wohl. Ui. Und hilft gut gegen Knoblauchgeschmack. Ja, wovon wir jetzt ja gerade so ein bisschen betroffen sind, denn ihr habt es ja gesehen, wir waren lecker Abendbrot essen. Es war eine gute Idee vom Halbsteif zu sagen, wir fahren da mal hin und essen da mal ganz auf entspannt. Und ja, wenn ihr da mal seid, so... Ach so, ja gut, okay. Dann Knoblauch. Auf jeden Fall kannst du nach dem Zeug, wenn du hier getrunken hast und du musst mal wirklich kotzen, nach dem Zeug kannst du danach gleich wieder knutschen. Okay, das haben wir jetzt Gott sei Dank nicht auf dem Video. Doch, haben wir schon. Naja, so ist das. So, wir bereiten vor und dann sind wir auch bald live. Und ich denke, da gibt es dann sicherlich auch noch das ein oder andere Bild. Auch schon mal zugeschickt hat. Nur andersrum. Hier ist es nochmal. Oh ja! Und unser Master Big All nach dem Duschen, unrasiert und widerlich. So, ihr Lieben, wir nähern uns dem Ende. 24 Stunden im Leben von Halbsteif. Wir sind jetzt bei mir, ganz unprofessionell, ohne Ansteckmikro, ohne alles, im Hotel. Ja. Und die einen oder anderen haben es gestern mitbekommen. Wir haben eine ganz schöne Zucht veranstaltet. Unser lieber Markus hat bis 06 Uhr. Naja, so bis New York, wie der Sachse sagt. New York. 5.30, 5.45. Also ihr merkt schon. Ich bin durch. Kurz vor 6 Uhr hat er dann aufgehört zu streamen. Ich habe mich um 2 in der Nacht aus dem Rennen genommen, weil das wirklich für mich dann zu anstrengend war. Ich bin da ganz ehrlich. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Aber der Punkt ist ja, du machst das ja nun schon seit wie vielen Jahren? Ich bin dreckig an der Hand. Warum? Ich habe keine Ahnung, was er schon mal gemacht hat. Siehst du, das ist so. Also ich habe irgendwas am... Ja, ich... Das war jetzt die Antwort, okay. auf 42. Deine Frage. Ja. Also merkt ihr, wir hatten Spaß. Nein, sag mal, wie lange machst du das schon? Was denn? Das Musik machen. So Spitz oder allgemein so? Ne, so erstmal allgemein. Das muss ja irgendwann mal angefangen haben. Ja, so 16 angefangen. Mit 16? Jetzt bin ich 27. Ja, man sieht das eben gar nicht ein. Okay. Und einfach dazugekommen, dabei geblieben und dann hat sich im Laufe der Zeit... Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, ne? Mhm. So mal zwischendurch mal 1, 2, 3 Jahre gar nichts. Okay. Dann wieder okay. Mal intensiver, dann... Aber richtig intensiv eigentlich seit 2014. Richtig intensiv. Also, wo
wo man eigentlich fast jedes Wochenende unterwegs war und davor die ganzen Jahre mal 8 Veranstaltungen im Jahr, manchmal gar keine, wie man Bock hatte. Du bist ja ein DJ, ja. Du bist ja ein DJ der alten Schule. Du hast ja auch wirklich von der Pike auf angefangen. Du machst auch mit Vinyl, ja. Also auch heute noch. Also er legt auch noch Schallplatten auf, Schallplattenunterhalter. Und das ist ja natürlich so die Königsdisziplin. Ja, also ich denke mal schon, da muss man schon wissen, was man tut, weil du hast ja die Platte und die Platte gibt dir die Songs mit und du musst sehen, dass du das alles so... Es ist einfach so. Also das ist jedenfalls meine Meinung. Ich meine, Königsdisziplin finde ich zum Beispiel die Leute, die dann noch echt extrem scratchen und ein Ding hier und mit den Crossfader und das kann ich natürlich nicht. Also da bin ich, oder habe ich... Da habe ich gestern hab ich was anderes gesehen. Das bisschen so scratchen, mal so ein bisschen, das geht schon, ne? Aber so wie so extrem wie viele das oder einige das machen, zum Beispiel SK oder sowas, wenn du dir den mal anschaust, das ist dann natürlich nochmal eine Hausnummer, da habe ich mich noch nie rangetraut oder auch noch nicht probiert. Aber mit Vinyls aufzulegen, ohne digitale Hilfsmittel ist. Trotzdem schon. In der heutigen Zeit, wo viele der DJs sagen, kann ich nicht. Oder? Okay. Oder ist mir ja nie gemacht, noch nie gelernt. Mhm. Du verdienst ja deinen kompletten Lebensunterhalt durch die Musik. Das kann man schon so sagen. Ja? Du bist hauptberuflich DJ. Genau. Das heißt also auch viele Wochenenden unterwegs. Ja. Wann kam das Universum Twitch mit rein, wo du gesagt hast, okay, das ist so ein Punkt, da erreiche ich meine Community eigentlich so oft, wie ich es möchte? Wann war das? 2020, glaube ich, ne? 2020, wo Corona. So, Corona ging los. Ich glaube, Ende 19 ging das los, ne? Okay, ja. Und dann so Februar, März 2020 oder April 2020. Also zweieinhalb Jahre machst du das Ganze jetzt auf Twitch, 2 Jahre auf jeden Fall. Ja, hat zweijähriges... Hatte ich ja jetzt erst, genau. Und du hast ja auch, und das muss man hier an der Stelle auch erwähnen, er hat auch eine große Community schon von über 21.000 Follower auf Twitch. Ja. Ja, ich gebe euch mal den Link zu seinem Kanal hier unter das Video, dass ihr da auch mal dementsprechend mal reinschauen könnt. Und du bist wie oft live in der Woche? 2-mal. Hast du regelmäßige Zeiten? Also bist du da? Dienstag, Donnerstag. Dienstag und Donnerstag. So ab... Ich sag mal 19 oder 20 Uhr, je nachdem. Ja, wir haben das ja gestern gesehen, wie sich es ergibt. Genau. Ich wollte eigentlich gestern ja auch 19 Uhr mit dir online gehen. Wann waren wir online? 20.30 Uhr. 20 Uhr ein paar zu Werte, ja. Aber es hat ja auch wahnsinnig Spaß gemacht. Wir haben ja gestern beide gemeinsam das erste Mal zusammen auf der Bühne gestanden. Und also mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Wir haben auch... Im Stream. Also ja, klar, die Bühne ist im Grunde genommen unsere Stream-Plattform. Und wir haben auch sehr gut harmoniert. Also mir hat das sehr viel Freude bereitet. Das hat gut funktioniert. Das ist ja nicht immer so, dass man auch mit Kollegen oder mit DJ-Freunden gleich so harmonisch machen kann. Ich selber habe die Erfahrung gemacht, dass das auch manchmal schwierig ist. Ja, ich habe dich ja auch ganz schön gestriezt gestern. Ja, das hat... Liebes Publikum, wir müssen dazu sagen. Ich habe den gestern wirklich... Er hat... Ja. Ich stand mit der Peitsche da. Also wir haben gestern mit seiner Konsole und der Serato Software gearbeitet. Ich musste das komplett neu lernen. Also ich habe ja nur eine ganz andere Konsole und arbeite mit Rekordbox. Also von daher vollkommen was Neues. Und ja, er war mächtig fies. Er ging dann noch ab und zu mal raus und hat gesagt, so, und jetzt machst du alleine. Aber ich denke mal, das haben wir ganz, ganz gut hinbekommen. Wichtig war es ja auch nochmal, die Grundkenntnisse so ein bisschen aufzufrischen. So ein bisschen. Und das hat auch eher so, ich denke mal, das hat ja schon ganz gut getan. Ja, das hat Spaß gemacht. Das hat Spaß gemacht. Wir wollen das Video nicht zu lange machen. Markus, letzte Frage. Du und deine Zukunft. Wo siehst du dich in den nächsten Jahren? Wo möchtest du hin? Was möchtest du auf Twitch noch erreichen? Und... gibt es da Probleme in privater Natur, dass du sagst, okay, ich kriege meine Family und die Musik nicht unter einen Hut oder läuft das alles? Also wie sieht es aus in der Zukunft bei dir? Ach, keine Ahnung. Lässt dich überraschen? Ich bin da schon immer so. Also ich so vorausplanen oder ich will das. Und natürlich sagt man, ich möchte gerne auf den Festivals spielen. Das habe ich geschafft schon. Also ich spiele eigentlich auf vielen Festivals hier in Deutschland. Ganz Bekannte dabei wie Sonne, Mond und Sterne. Sputnik, Spring Break, genau. World Club Dome und so weiter und so fort. Also da, das habe ich
das war so ein Ziel von mir, was ich unbedingt erreichen wollte. Das habe ich schon erreicht, schon seit einer Weile. Und alles andere, was auf Twitch oder was jetzt noch so passiert, lasse ich mich überraschen. Okay, das ist eine Aussage, ihr Lieben. Markus, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Es war schön, dich mal einen Tag begleiten zu können in deinem Leben, auch mal zu sehen, wie das alles bei dir so läuft, wie du es alles so hinbekommst, was du da auch hinter den Kulissen machst. Das war wirklich sehr interessant. Ich bedanke mich für die Zeit, die schön, du dir dass genommen du da hast. Ja, ich hoffe, wir können das an der Stelle irgendwann mal wiederholen, vielleicht du mal bei mir. Aber ja, wie gesagt, ich bedanke mich für deine Zeit. Ich wünsche dir und deinen Lieben eine schöne Vorweihnachtszeit noch und natürlich ein gesegnetes Weihnachtsfest und natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich nehme an, du machst Musik. Vermutlich. Nope. Silvester, wie sieht's aus? Ja oder nein? Bleibst du lieber zu Hause oder machst du Musik? Ich werde mal gucken. Wenn ein gutes Angebot in einem Club oder sowas kommt, noch, dann spiele ich das. Ansonsten mache ich Twitch oder mach gar nichts und chill auf meinem Sofa. Sehr schön. Einen freien Tag. Ja, ist hier schön. Okay, ihr Lieben. Er hat das letzte Wort. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Checkt, wie gesagt, mal die Links unterhalb des Videos ab. Folgt mir auch auf Twitch, wenn ihr das möchtet. Würde ich mich freuen, wenn ihr da ein Follow da lasst. Ansonsten mal ein Video der anderen Art. Ich hoffe, das hat euch mal in dem Format gefallen. Und wie gesagt, du darfst dieses wunderschöne Video quasi beenden. Ja, ein kleines Geschenk. Habe ich ihm gestern zu Weihnachten geschenkt. Hat er mir gestern noch geschenkt. Ey, shit. Eigentlich musst du nochmal mit bei mir arbeiten. Ja. Wir müssen ja noch die Getränke geben. Das stimmt. Ich habe auch ein paar kleine Giveaways vom Halbsteifen bekommen und die nehme ich natürlich auch gerne mit. Das machen wir. Er hat mir eine schöne Dampfe mitgebracht und die schmeckt natürlich im Gegensatz zu meiner anderen, die ich habe, echt extrem krass. Was kleines Niedliches. Sieht auch schick aus. Gold. Ja, so. Gold mit Grün. Passt zum DJ. Auf jeden Fall dir auch. Schöne Weihnachten, guten Rutsch deiner Family. Schön, dass du da warst, mein Lieber. Es hat mir sehr viel Spaß. War wirklich geil, hat Spaß gemacht. Check, wie gesagt, auch mal seinen Kanal ab auf Twitch. Mucke wird jetzt auch bestimmt wieder mal machen. Ja. Mich hat das Fieber so ein bisschen gepackt. Ich bin gespannt. Ich bin auf jeden Fall, du musst mir auf jeden Fall schreiben, wenn du das nächste Mal online bist, dann gucke ich da rein. Ich bin gespannt, wie du dich, wie er sich macht. Ob ich was gelernt habe. Ich bin gespannt. Genau. In diesem Sinne, ihr Lieben, wir sagen Tschüss, ihr sagt rein, ja, und bis zum nächsten Video und wir verabschieden uns raus. Dankeschön. Alles gut.